Hier zu der großen Orgel. Oh, hier ist auch eine hinter. Aber wie kommen wir denn daran? Kann ich sie hier durch aufnehmen? Nee. Komisch. Uns geht's überhaupt nicht gut. Aber sowas von überhaupt nicht gut. So, jetzt können wir endlich hier durch, oder was? Was? Das ist schon frech. Das ist schon frech. Oh, aber hier waren wir noch nicht drin, oder? Seit das Isaacs Tagebuch. 22. Oktober 1897. Es ist alles vorbereitet für die Probe am heutigen Abend. Die Zylinder und die große Orgel sind bereit für das Experiment. Ich habe angeordnet, dass sich das gesamte Personal in der großen Halle versammelt. Schließlich ist es nicht einfach, viele Testpersonen zu finden. Wir sind überzeugt davon, dass die Zylinder die gewünschte Wirkung bei den Testpersonen zeigen werden. Abraham versichert mir, dass meine Tochter Elizabeth ebenfalls zugegen sein wird und das Lied so singen wird, wie es ihre Mutter vor ihr getan hat. Wir müssen noch in einen Raum rein, oben mit dem Schädelschlüssel. Und wir haben noch hier diesen Ort für den Schädelschlüssel. Und hier ist auch noch was? Oder meint es den Projektor? Es muss ja den Projektor meinen. Oder? Ja. So, die Zylinder haben wir ja alle. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich hier wieder draußen. Wie komme ich denn jetzt hier zurück? Wenn ich hier nicht durch darf. Wie komme ich denn jetzt wieder gut zurück? Okay. Ich speichere jetzt auf jeden Fall erstmal. So. Sehr schön. Hier war nichts, ne? Aber hier sollte ich ja auch nicht zurückgehen. Oh, hier ist auch ein Gitter jetzt davor. Okay, Moment. Wir können doch eigentlich denn nur hier lang. Wo sollen wir denn sonst lang? Sonst ist ja alles versperrt. Hä? Bin ich blöd? Bitte nicht antworten. Wie kommt der denn hier lang? Der war doch eben noch auf der anderen Seite der Absperrung. Okay, Moment. Moment. Der war eben noch hier. Also muss man. Vielleicht können wir jetzt erst durch, weil der das irgendwie geöffnet hat oder so. Bin ich eigentlich leichter zu finden, weil er so verdammt rumstöhnt jetzt. Nee, nee, du hast uns nicht gesehen. So. Ich kann ja eigentlich nur hier durch. Tatsächlich, jetzt ist hier offen. Ja, jetzt komme ich an die Spielfigur hier dran. So, und die habe ich eben hier gesehen. Nerventonikum ist jetzt inzwischen echt Mangelware. Ich hätte gerne mal wieder eins. Der ständig rote Rahmen nervt. Oh Gott, was ein Labyrinth. Gehen wir erstmal in die Totengassen. Kann ja sein, dass da noch ein nettes Tonikum steht. Ist schon mal nicht. Du bist noch ein toter Gang.
Mir scheint auch nichts zu stehen. Machen wir das mal auf. Aber ein anderes war ja auch noch, was direkt in die Halle führte. Oh Gott, haben wir so lange drauf gewartet, dass das endlich aufgemacht werden kann. Mist. War das hier? Ja. Nee, wir haben leider keins. Schade. Also uns fehlt noch das eine Notenblatt. Und wir müssen jetzt eigentlich in die... noch ins eine Stockwerk. Wir müssen jetzt hier einmal ans andere Ende der Halle. Zum Aufzug. Nicht zu ihr hoch. Weil hier im zweiten Stockwerk... irgendwo noch ein Schädelschlüssel war, oder? War das im... Nee, Moment. Das war doch hier irgendwo, oder? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Hier der Raum, glaube ich. Das wird nicht angezeigt, weil wir es nach dem Reloaden nicht nochmal probiert haben. Das heißt, wir müssen tatsächlich nochmal in den zweiten Stock. Genau. Warum sind die Leute alle weg? Ist das du, Thomas? Nee. Musst mich vertauschen. Thomas, no here. Thomas holt sich jetzt noch das Collectible da oben in dem Raum. So. Ich hasse diesen Gang hier, ja. Wir müssen ganz ans Ende. Dann links, links. War hier schon immer eine Tür? Ich speichere mal kurz hier. Mit so wenig KP ist mir das alles ein bisschen heikel. So, und hier sollte das aber irgendwo sein. Ne, jetzt bin ich zu weit gegangen. Hier. Yes. Okay, Geheimräume, Pläne. Entwurf zum Geheimdurchgang. Durchgang zum Geheimraum. Die Statue weist ein Kronenschloss auf. Die Statue gleitet vom Eingang zum Geheimraum weg. Oh ja, das ist in der Kapelle. Kronenschlüssel nötig für den Zugang zum Geheimraum. Kronenschloss ist nicht in der Mundhöhle des Schädels. Das ist der Geheimraum, Leute. Das ist der Geheimraum. Hier ist das Klavier. Wir wissen ja eigentlich, wie jetzt die Melodie gespielt wird. Ich hab's wieder vergessen. Vielleicht gibt es, ist es ja eigentlich auch noch ein Easter Egg oder so. Ich muss da gerade diese Karte noch einsammeln, die ich ja komplett vergessen. Klingt ja, als wäre wieder komplett hinter uns. Wie, hier komme ich nicht mehr durch. Warum darf ich hier nicht mehr durch? Stimmt, die waren ja von innen zu. Ja, aber warum hat sich das denn resettet? Kann ich ihn jetzt theoretisch wieder umlegen mit der Maschine? Nee. Hier, die Karte hatte ich nicht aufgenommen. Aber die zeigt uns halt wirklich nichts. Ja, wir müssen dann noch diesen Geheimgang jetzt machen. Tschüss. Speichern mal. So. Dann jetzt gleich zweimal rechts. Und müssen wieder ins Erdgeschoss. G. Wie Geschoss. Geschoss der Erd. Alter, dieser Jumpscare immer. Der war jetzt schon fünfmal und er macht mir immer noch Angst. Ich bin echt gespannt, was in diesem geheimen Ding sie drin sein soll. Hier. Ja, schön, dass du da oben bist. Wir haben gerade Wichtigeres zu tun. Was? Hier ist verriegelt? Was? Ich darf da jetzt nicht rein? Das kann doch nicht dein Ernst sein! Haha. Ich finde immer meine Mittel und Wege.
ihr es wollt oder nicht. Gehen Sie weg. Kann ich nicht hier auch irgendwie rumlaufen? Ja. So, und jetzt eigentlich nur noch rechts, ne? Bin so gespannt, was da ist. Schädelschlüssel, Kronenschlüssel. Ist es die letzte? Ist es die letzte? Das letzte Ding, was wir brauchen? Ja, von Arthur Morris. Mein Freund. Das muss ich mir direkt mal nochmal screenshotten. So, und wo kommen wir denn jetzt hier mit raus? Das ist eine gute Idee ist? Kenn ich, dass du rennen kannst. Oh ja. Oh ja. Rennen ist sehr schön. Was? Nee, hier will ich aber nicht rein. Oh, but good to know. Das ist ein ziemlicher Umweg für mich. Nee, nee. Ich renne nicht wieder da planlos außen rum. Können Sie dort weggehen? Danke sehr. Damit haben wir alle Notenblätter. Und können uns quasi... die letzte Quest machen. So. Oh. Sag, das ist nicht gut. Hier muss ich rein. Hui. Irgendwie habe ich gedacht, es wird mehr so unser Ding sein, Leute damit abzulenken. Oh. The Grand Reopening. Die Orgel. Is that you, Thomas? Oh, da ist sie. My love, you're safe. Oh, sie sieht nicht gut aus. I've been hiding from them ever since. But we must hurry. Do you have the cylinders? Da sehen wir sie. Das ist sie. Das ist die gute Frau. Ja, hab ich. Muss ich die ihr geben? Ja. Ich vertraue dir, dass du die Zylinder, meine Liebe. Nein, ich traue dir nicht. Ich werde das Gegenlied spielen. Warum sollten wir ihr nicht vertrauen? Ach so, weil sie da oben so geköpft wurde. Warum sollten wir ihr... Okay. Also ich hätte jetzt actually, glaube ich, vertraut. Aber wenn das... das Spiel die Möglichkeit anbietet? Hä? We shall end all this madness and disharmony and gain control of the Siren's song for ourselves. Bring order. Was? What are you doing? No. Thomas, you don't understand. We must Das wolltest du doch die ganze Zeit. Thomas? What am I doing? Uff. The counter song, yes. Oh, was wird aus denen jetzt? Was ist das denn jetzt für ein Aufzug? What?
What? Wo geht's denn jetzt hin? Die Sirene? Wow. Das ist wirklich kein Fischwesen. We need to end this. End all this misery and suffering. To free this thing and my family from this curse. Okay. Das hätte man sicher auch sanfter tun können. Die Sache ist, will das Geschöpf jetzt Rache? Moment, das ist ihre Mutter? Oder hat die Sirene nur das Lied gebracht? Im Licht entstand eine neue Eintracht. Oh. New harmony was found. Alte Ketten wurden durchbrochen. All chains were broken. And in the aftermath of the song's end, a new one began. Nach dem Ende des Lieds begann ein neues. Das war's. Sieht aus, als war's das. Ja. Das ist made of scare. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Horror-Game. Jetzt am Ende war ich ein bisschen lost, das muss ich zugeben. Da war ich ein bisschen verloren, aber ansonsten wusste ich eigentlich immer ganz gut, was zu tun war. Wir hatten ein paar kleine technische Probleme von meiner Seite hier und dort. Aber ich hoffe, ihr konntet das Game trotzdem ein bisschen genießen. Na, das Spaß. Lasst mir gerne Feedback da. Auch, ob ihr gerne mehr Horror-Games sehen wollt oder ich lieber wieder zu anderen Dingen zurückkehren soll. Ja, viel Spaß noch mit den Credits. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Projekt, wenn ihr Lust habt. Vielen Dank fürs Einschalten und tschüss. Thank you.
Kriegen wir noch Statistiken. Schwierigkeitsgrad, normal gespielte Zeit, 4 Stunden, 39 Minuten, 40 Sekunden. Musikstadtwörter haben wir 17 von 20 gefunden. Drei leider übersehen, aber ich bin zufrieden. Sogar 7 Dokumente übersehen. Dabei gucken wir doch immer so sorgfältig. Naja. Ein Phonographen? Wir haben einen ganzen Phonographen übersehen? Was? Okay, jetzt bin ich aber verwirrt. 34 Speicherungen, 5 Gerätenutzungen. Ging tatsächlich. 6 Tode, die meisten waren jetzt in der Aufnahme, glaube ich, wenn nicht sogar alle. Eingesteckte Schläge 14, Anzahl Heilungen 7. Okay.